Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ich habe extrem geile Informationen, extrem cooler Leak, den ich gefunden habe. Und zwar soll ein sehr beliebter Modus in Season 14 ins Spiel finden. Ich blende euch hier mal diesen beliebten Modus aus Call of Duty Black Ops 3 ein. Waffenspiele oder Gun Games genannt. Ein extrem genialer Modus kommt in Season 14 und ich hoffe für die gesamte Community, dass es endlich ein Modus ist, der nicht zeitexklusiv ist, sondern dauerhaft im Spiel bleibt. Das wünscht sich die Community schon lange in Apex. Muss langsam mal was passieren, um die Leute, die Community bei Laune zu halten, aller paar Monate nur Kontrolle mal eben für 2 Wochen reinzubringen und ein paar Skins zu kaufen. Das kann wirklich nicht Ziel von Respawn sein. Deswegen wünscht sich die Community schon lange mehr Spielmodi, die dauerhaft im Spiel bleiben, um einfach ein bisschen Abwechslung in das Spiel zu bringen. Waffenspiele. Wie funktioniert's? In COD ist es so, ihr startet mit einer sehr schwachen Waffe, ihr macht den Kill, wechselt automatisch auf die nächste Waffe, macht damit einen Kill und so weiter, bis ihr die gesamten Waffen einmal durch habt. Und den letzten Kill, um die Runde zu gewinnen, müsst ihr mit einem Nahkampfangriff machen. Wie genau soll das in Apex Legends funktionieren? Zu 100% ist es nicht klar, aber ein paar Regeln stehen schon fest. Wir kämpfen uns durch das riesige Arsenal von Waffen. In dem Fall sind es, glaube ich, 29 Kills mit einem Nahkampfangriff zum Schluss, bis wir die Runde gewonnen haben. Sicherlich wird die Runde zeitbegrenzt sein, das heißt wahrscheinlich vielleicht 10 Minuten. Und wer in 10 Minuten alle Waffen nicht durch hat, dann gewinnt halt der, der die meisten Kills logischerweise gemacht hat. Und es gibt eine Besonderheit. Wir starten wahrscheinlich, ich nehme mal an, mit einer P20. Du machst den Kill, wechselst automatisch auf die nächste Waffe, vielleicht eine 45, eine IVA und so weiter und so fort. Die Besonderheit ist aber, dass wir entweder dann eben mit dem letzten Kill die Runde abschließen oder wir machen 3 Nahkampfkills quasi durch Boxen. Und das finde ich sehr interessant. Steht nämlich hier geschrieben, entweder durchs gesamte Waffenarsenal, wer mehr Punkte hat, eben bei Zeitablauf, oder du schaffst es im Laufe der gesamten Runde, 3 Gegner zu töten, nur mit einem Nahkampfangriff. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten. In COD ist es so, der Nahkampfangriff, ein Hit und der Gegner ist tot. Wir wissen, wie lange es dauert, einen Gegner in Apex Legends mit einem Nahkampfangriff zu töten. Deswegen könnte es sein, dass es hier spezielle Regeln gibt. Einmal Boxen, tot. Oder eben die ganz normale Time to Kill, da musst du ganz schön häufig zuschlagen. Deswegen wahrscheinlich entweder mehr Punkte über Zeit, alle Waffen durch und ein Nahkampfangriff. Oder du schaffst es eben im Laufe der Runde 3 Kills mit einem Nahkampfangriff zu töten. Ist natürlich klar, wenn es die Standard-Time-to-Kill wie im Battle Royale oder allen anderen Modi ist, dann kann es natürlich sein, dass ein Gegner schon ordentlich runtergeschossen ist und nur noch ein Hit dem Gegner zugefügt werden muss, damit der Kill zählt, ob das dann auch mitzählt und so weiter. Da müssen wir unsere Fantasie bis jetzt noch freien Lauf lassen. Bleibt abzuwarten, was da noch alles kommt. Ich würde mich auf diesen Modus extrem freuen. In die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde es auf jeden Fall extrem geil finden und wird auf jeden Fall Apex ein Stück weit wieder attraktiver für die Community machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.